Hallo Vicky, liebe Studierende. Wenn wir über Technik reden, dann gibt es Missverständnisse, weil Technik ein kontextabhängiger Begriff mit vielen Gesichtern ist. Was genau das für mich bedeutet, darüber spreche ich in diesem Video. Mein Name ist Josef Huber, ich bin Pflegewissenschaftler und verantworte das SIMDEC der Ostschweizer Fachhochschule, in dem wir hier gerade zu Gast sind. In meiner Praxis erlebe ich drei wesentliche Ursachen für Missverständnisse und verschiedene Kontextvorstellungen. Das sind verschiedene Grundverständnisse von Technik. Es ist die Vielfalt von Gattungsbegriffen und es sind Bewertungen. Wenn wir über Technik sprechen, dann kommt es rasch zu Missverständnissen. Ich sage überspitzt, es kommt immer zu Missverständnissen. An was denkst du jetzt gerade, wenn du an Technik denkst? Schreib es dir im Geiste, auf Papier oder in den Kommentaren auf. Ich komme gleich drauf zurück. Technik ist ein Begriff, der im Laufe der Zeit sehr vieles bedeutet hat. Das ist ein gutes und solides Fundament für Missverständnisse. Und so kann es dazu kommen, dass wir von ganz unterschiedlichen Dingen sprechen, weil wir uns zum Kontext nicht oder zu wenig ausgetauscht haben. Ich beginne mal ganz weit vorn und denke an die Technik des Feuermachens. Hier ist Technik eine Prozedur. Wir können aber auch an die Erfindung des Rades denken. Das Rad ist hier ein Gegenstand, ein Artefakt, was zum Anfassen. Und wir können an die Technologie Strom denken oder an die Technik, die dafür notwendig ist oder an all die Dinge, die von elektrischer Energie abhängig sind. Wir können an Informations- und Kommunikationstechnologien, Cloud Computing, an künstliche Intelligenz denken und an alles, was in Zukunft noch entwickelt werden wird. Ich persönlich denke bei Technik am allerliebsten an den sokratischen Dialog oder andere Gesprächsführungstechniken. Jetzt ist die Frage, war die Technik, an die du gedacht hast, was eher Neues oder Innovatives? Das würde mich nicht wundern, weil das die häufigste Assoziation ist, die mir begegnet. Missverständnisse können also von daher kommen, dass wir in verschiedene Richtungen denken. Technik in der Vergangenheit oder Zukunft, Hightech, Lowtech, Artefakte, Prozeduren. Aber auch wenn wir in exakt die gleiche Richtung denken, dann entstehen Missverständnisse, besonders dann, wenn Gattungsbegriffe eine breite Vielfalt abbilden. Wenn wir uns den Begriff Ortungstechnik anschauen, GPS und so, dann bemerken wir eine breite Vielfalt in Bezug auf die grundlegenden Konzepte oder die erwünschten oder unerwünschten Effekte. Und der gleiche Begriff kann da ganz verschiedene Bedürfnisse und Bedarfe adressieren. Wie schwierig das ist, das bemerkst du, wenn ich jetzt mehrmals nach dem Unterschied frage, aber aus verschiedenen Kontexten heraus denke. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen diesen Trackern? Der hier nutzt das LTE-Netz zur Datenübertragung, der hier nutzt ein LoRa-Netz und der hier nutzt Narrowband, NB-IoT. Das sind verschiedene Funkstandards, die unterschiedlich viel Energie verbrauchen, wenn sie Standortdaten versenden. Ein geringerer Energieverbrauch bedeutet, dass ich bei gleicher Batterielaufzeit häufiger, umgangssprachlich könnte ich sagen, genauer orten kann. Alternativ kann ich längere Batterielaufzeiten ermöglichen. Das gilt natürlich nur dann, wenn die Batterie gleich groß ist. Ich könnte auch kleinere Batterien nutzen und damit die Größe und Gewicht des Ortungsgeräts reduzieren. Basierend auf Zeit, Präzision, Größe und Gewicht kann ich jetzt ganz unterschiedliche Konzepte konstruieren und damit auch ein weiteres Missverständnis. Wenn ich an das eine Konzept denke, du aber an ein anderes, dann haben wir verschiedene Vorstellungen. Ist es der eine Funkstandard besser als der andere? Um mich um diese Frage im Detail herumzumogeln, antworte ich mit: Es kommt ganz drauf an, wie gut das Netz ausgebaut ist. Und damit hätten wir schon wieder eine Steilvorlage für ein Missverständnis, wenn wir an verschiedene Infrastrukturen denken. Dann haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Worin unterscheiden sich diese Ortungsgeräte? Richtig, jetzt möchte ich auf das wertebezogene Thema Stigmatisierung eingehen. Wir können natürlich auch andere Wertzuschreibungen nehmen. Bei der Fußfessel, da wird oft an Strafvollzug gedacht, die hat auch so Metallkern. Dieses Smartphone, das war mal smart, ist es das heute noch? Und dieses Telefon wird gerne als Seniorenhandy bezeichnet. Wenn ich diese Geräte benutze, dann bin ich möglicherweise mit Missverständnissen konfrontiert. So kenne ich junge Leute, die hörbeeinträchtigt sind, die so ein Seniorenhandy nutzen, weil es auch eine höhere Lautstärke bietet. Das hat jetzt erstmal, auch wenn es orten kann, nichts mit Ortung zu tun. Da ist eine Missverständnisquelle. So, und welchen Unterschied möchte ich jetzt ansprechen?
Diese Uhr, die sendet regelmäßig einen Standort und kann deswegen zum Tracking verwendet werden, was zu Lasten der Batterielaufzeit geht. Es gibt aber auch Uhren, die immer dann einen Standort senden, wenn ich einen Notfallknopf drücke. Das geschieht zugunsten der Batterielaufzeit und auch zugunsten der informationalen Selbstbestimmung, aber auch zulasten der Zuverlässigkeit. In einem Keller oder in der Höhe, da kann es durchaus sein, dass ich kein Ortungssignal habe oder kein Funknetz habe zum Standort übertragen. Und in dem Fall kann es sein, zumindest theoretisch, dass mein Notruf nicht oder nur vollständig ankommt. Dieses Ding ist ein Bluetooth-Button, der kann gar nicht selbst orten oder senden. Er ist eher eine Fernbedienung, die das Smartphone dazu bringt, genau diese Funktion zu übernehmen. Und die Schuhsohle hier, die bringt nochmal ganz frischen Wind in die Sache. Hier wird die Ortung zur Navigation genutzt. Wir hatten da mal einen Fall zu bearbeiten, bei dem wir nach einem Ortungsgerät gesucht haben, das zuverlässig signalisieren kann, wenn ich an einer bestimmten Bushaltestelle bin. Und dabei bin ich über das Konzept der vibrierenden Schuhsohle zur Navigation gestoßen. Vibrieren rechts bedeutet, ich muss rechts abbiegen. Vibrieren links bedeutet links abbiegen. Kein Vibrieren bedeutet geradeaus. Und wenn beide Sohlen vibrieren, dann bin ich wohl zu weit gegangen. Technik kann also auch innerhalb eines Gattungsbegriffs vielseitig sein und so zu Missverständnissen führen. Und dann sind Missverständnisse auch häufig mit Bewertungen verbunden. Für mich gibt es aber keine per se gute oder schlechte Technik. Mit dem Missverständnispotenzial, das ich gerade angesprochen habe, erst recht nicht. Ein gut oder schlecht gibt es für mich auch dann nicht, wenn ich ein ganz konkretes Produkt vor mir habe, weil das gut oder schlecht immer auch von der Bedarfslage abhängt. Das Konzept der vibrierenden Schuhsohle zur Navigation kann für viele spannend sein. Eine Person, die in den Füßen aber kein Gespür mehr hat, weil sie jetzt etwa querschnittsgelähmt ist, die wird vermutlich deutlich weniger Begeisterung aufbringen. Insofern gibt es für mich kein Gut oder Schlecht, sondern nur ein situatives mehr oder weniger bedarfsgerecht. Denn es lassen sich immer Situationen und Betrachtungsweisen konstruieren, die eine Bewertung ins Gegenteil umkehren können. Hollywood-Filme zeigen uns das sehr schön. Die Atombombe rettet in Filmen wie Armageddon die Welt und in anderen Filmen wird sie von Bösewichten eingesetzt, um die Welt zu vernichten. Und komplex wird es dann, wenn die Atombombe im Filmplot erstmal neutral ist. Ja, sie ist auf einem Testgelände und wird zu Indiana Jones zur Todesgefahr. Letztlich stellt er aber seine Heldenkompetenz dar durch die Atombombe, weil er sich in einem Kühlschrank vor ihren Auswirkungen rettet. Missverständnisse entstehen also durch Bewertungen, die aus verschiedenen Positionen oder verschiedenen Interessen raus entstehen. Das ist wichtig, weil wir als Menschen sehr gerne bewerten und natürlicherweise auch verschiedene Positionen und Interessen haben. Schön ist, dass wir diese verschiedenen Bewertungen systematisch konstruieren können. Ich kann die Bewertung von Technik immer ins Gegenteil verkehren, indem ich die Technik aus der Perspektive verschiedener Akteursgruppen betrachte. Ich kann aus der Perspektive der Person, die Pflege beansprucht, bewerten oder die Perspektive der Person einnehmen, die Pflege erbringt. Das können ganz unterschiedliche Positionen sein, das ist bei mir in der Pflegewissenschaft. Im Innovationsbereich bemüht man gerne die quadruple Helix, das sind Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. In der quintuplen Helix, da kommt noch die Umwelt dazu. Und natürlich gibt es auch weitere Akteure, zum Beispiel die, die die Technik missbräuchlich benutzen. Aber darauf muss ich letztlich gar nicht eingehen, weil wenn ich den Kreis noch enger ziehe, dann muss ich zugeben, dass ich es schon erlebt habe, dass das schlichte Lesen eines Handbuchs meine persönliche Bewertung einer technischen Lösung komplett ins Gegenteil verkehrt hat. Zwinker-Smile. Was meine ich damit? Ich habe drei Kisten solcher Handbücher und ich habe noch keine davon gelesen. Mit all diesen Impulsen trenne ich jetzt noch nicht zwischen fachlicher und ethischer Reflexion. Ich kann die ethische Reflexion aber auch gezielt suchen, indem ich nach Moralen oder nach den betroffenen Werten frage. Was bedeutet eine technische Lösung für die vier medizinethischen Prinzipien? Autonomie, Gutes tun, Nichtschaden, Gerechtigkeit. Es gibt natürlich auch weitere Werte wie die Würde. Nach all diesen Werten kann ich fragen und reflektieren. Die fachliche Reflexion, die kann ich anstoßen, indem ich nach der Evidenz frage oder erwünschte oder unerwünschte Effekte untersuche und bewerte. Und der Mechanismus ist immer der gleiche. Unterschiedliche Erfahrungen und Kontexte führen zu unterschiedlichen Betrachtungen und Bewertungen. Und wenn wir die nicht offenlegen, dann führt es sehr gerne zum Missverständnis. Was bedeutet das ganz praktisch für eine beliebige Technik, zum Beispiel hier den Fensterantrieb?
Zunächst ist die Frage, was macht der Fensterantrieb? Er öffnet bzw. schließt das Oberlicht, sobald ich den Motor entsprechend ansteuere. Ich öffne also nicht mehr das Fenster selbst, sondern betätige irgendwo einen Schalter, der irgendwo positioniert sein kann und nutze eine Automatisierungsregel. Da wird also eine Struktur oder ein Prozess verändert. Und diese Veränderung, die kann zu einem besseren oder schlechteren Lüften führen und damit zu mehr oder weniger Schimmel. Und das beeinflusst die Bewertung des Geräts durch die Wohnungswirtschaft, aber auch aus gesundheitlichen Perspektiven. Schimmel ist ja nicht so schön. Der Antrieb verbraucht mehr Ressourcen als ein manueller Verschluss. Das kann ich jetzt aus Perspektive der Umwelt, aber auch aus Perspektive der Wirtschaft oder des Arbeitsmarkts betrachten. Habe ich Über- oder Unterbeschäftigung? Wie schaut es gerade mit dem Fachkräftemangel aus? Da komme ich auch von Zeit zu Zeit zu unterschiedlichen Bewertungen. Ja, und aus Perspektive der Bewegung macht es einen Unterschied, ob ich eine Automatisierung einführe, an einen Knopf drücke oder das ganze Fenster bewege. Für manche Menschen ist es wichtig, sich zum Fenster zu bewegen, um es zu öffnen, weil sie damit ihren Körper trainieren. Für andere Menschen ist es überhaupt nicht möglich, sich überhaupt zum Fenster zu bewegen, weil sie ans Bett gebunden sind zum Beispiel. Das Leben ist komplex und deshalb entstehen Missverständnisse auch bei völliger Klarheit zur technischen Lösung, wenn der Kontext unklar ist. Nochmals zusammengefasst sind Missverständnisse bei der Kommunikation über Technik normal. Damit meine ich nicht moralisierend, dass es okay ist, dass die Missverständnisse auftreten. Ich möchte damit aber betonen, dass es sehr außergewöhnlich wäre, wenn wir über Technik reden und wirklich das Gleiche oder sogar genau dasselbe meinen. Nochmals zusammengefasst liegt Missverständnispotenzial also am Technikbegriff selbst, der ein Begriff mit vielen Gesichtern ist, an Gattungsbegriffen, die in sich sehr vielfältig sein können. Und das Missverständnispotenzial liegt auch darin, dass wir Technik aus verschiedenen Perspektiven und Kontexten höchst unterschiedlich bewerten und damit auch höchst unterschiedlich deuten können. Vor diesem Hintergrund solltest du das folgende Statement argumentativ widerlegen können. Dieser Kugelschreiber ist gut. Ja genau, das ist die Lernzielkontrolle. Drück im Zweifel die Pause. Die Antwort meinerseits ist, es kann keine per se gute oder schlechte Technik geben, weil sich immer Situationen und Betrachtungsweisen konstruieren lassen, die eine Bewertung ins Gegenteil verkehren. Und das ist Grundlage für jedes solide Missverständnis. Missverständnisse aufdecken kann ich, indem ich kläre, aus welcher Perspektive, mit welchem Interesse und für welchen Kontext die Technik betrachtet wird. Und dabei hilft die fachliche und ethische Reflexion. Und um es aber nochmal deutlich zu sagen, nur weil Missverständnisse aufgedeckt wurden, bedeutet das noch lange nicht, dass wir uns verstehen. Wie gesagt, sind Missverständnisse die Regel und ein ständiger Begleiter, und mit dem Bewusstsein und dem Wissen, wie wir Missverständnisse aufdecken können, können wir die Fallstricke auch bewusst suchen, um so besser zu verstehen, dann werden die Missverständnisse zu einer Chance. Und damit verbleiben wir wie immer mit Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.